Hallo, herzlich willkommen bei FX Customizing TV in Kooperation mit Sound.de. Ich bin der Fritz und heute haben wir folgendes. Ihr seht schon, ein Dünnerbin wird verbaut heute in einem VW Touran. Wie das funktioniert, was da alles drin ist, das zeigen wir euch jetzt. Jo, Dünnerbin ist heute angesagt. Genauer gesagt, DXV40 Pro heißt das große Gerät. Was ist alles drin? Die machen wir weg. Wir haben die AB-Antenne, die AB-Verstärker, Durchziehhilfe, Bedienungsanleitung, die Halter für das Radio anzuschrauben, die Blende. Brauchen wir gleich. Da schrauben wir gleich das große Display rein. Dann haben wir GPS-Antenne, brauchen wir fürs Navi. Einmal Mikrofon, Schrauben, die Entriegelungsbügel. Kabel wieder zurück, die brauchen wir nicht. Kabelbaum für Kamera, brauchen wir auch nicht. USB-Verlängerungen. Ich pack mal alles hier hin. Bügel hier ist bei jedem Set, finde ich ultra cool, ein Keil dabei, die Verlängerung Doppelfackelantenne und der Hauptkabelbaum. GPS-Verlängerung, beziehungsweise zum Abgreifen der Originale. So, hier haben wir Bedienungsanleitung, die ist wirklich sehr ausführlich. Dann haben wir jetzt das Gerät. So, hier ist das eigentliche Radiogerät mit allen Anschlüssen. Dann haben wir hier noch mehr Kabel zum Anschluss des Gerätes. Das Flexband ist drinnen zum Anschluss vom Gerät an das Display. Der Eiling Rot-Dongle, damit CarPlay und Android Auto geht. Die Navigationssoftware, das Flexband. Ja, das sind alles Kabel, die brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Es ist keine Rückfahrkamera verbaut und wir bauen auch keinen Verstärker an. Und hier kommt jetzt das Herzstück des Ganzen. Bam, da ist er. Ich glaube, das Bam war noch nicht so gut. Bam, da ist er. Ein wunderhübscher Monitor. Ja? Richtig geil. Das wird grandios aussehen. So, dann bereiten wir vor das Gerät. Wir fangen an mit der Montage des Displays. Das sind 5 Schräubchen. Ich drehe die noch nicht ganz fest. Und jetzt mit etwas Druck auf das Display die Schraube ganz anziehen. Na, hier ist noch so eine Schutzfolie drauf. Diese Halter halten das Flexband da, wo es sein soll. Ich zeige euch das. Hier sind eigentlich so 2 Rastnasen. Da kommt das jetzt rein. Und dann rastet das hier ein. Ja, und da kommt jetzt dieser Halter drüber. Und das wird noch angeschraubt, um das zusätzlich zu fixieren. Dann können wir auch schon das Gerät fertig machen. Hier an der Seite ist der Slot für die Navi, für die Karten. Das hat eingerastet. Kommt hier auch noch dieser Halter dran.
Wie ihr seht, die Fuhrmontage ist abgeschlossen. Wir gehen jetzt ans Auto, bauen das alte Gerät aus, beginnen mit der Verkabelung und dann bauen wir das Gerät ein. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. So, also wir beginnen, lösen die Verkleidung. Das ist alles wirklich nur geklipst. Dann haben wir hier die vier Riegel. Uno, due, drei Quattro und raus. So, Quadlock-Stecker abziehen. Die Antenne. So, und fertig ist die Kiste. Im nächsten Schritt bauen wir das Handschuhfach aus, damit wir später die Antenne durchführen können. Und wir müssen Platz machen für die USB-Stecker vom Radiogerät. Das sind einmal hier drei Schrauben. T20 übrigens. Was ich euch empfehlen kann, ist eine Stirnlampe. Auch wenn es vielleicht dumm aussieht, aber sie leuchtet genau dorthin, wo du sie brauchst. Dies ist jetzt von der Firma Contorion, ist eine Eigenmarke von, also Firma Stier. Kostet um die 20 Euro, ist aber mit aufladbarem Akku. Ja. Muss hier nie an der Seite noch diese Verkleidung ab. Ich habe jetzt den Airbag-Stecker abgemacht. Solange ihr den Schlüssel nicht reinmacht, passiert da eigentlich auch gar nichts. Der CAN-Bus ist eingeschlafen. Solltet ihr jetzt, warum auch immer, den Schlüssel reinmachen, weil ihr das Auto kurz wohin fahren müsst, wird aber ein Fehler im System hinterlegt. Ja? So, ich mache auch gleich die Verkleidung an der A-Säule. Können wir auch dran lassen. Kommen ja da hinten durch. So, jetzt sind hier zwei so Verriegele. Und jetzt ist da oben ist noch eine Schraube. So, und eigentlich sollten wir genau. Wo kommt die denn noch her? Ich habe gerade festgestellt, ich habe da unten eine Schraube übersehen. Also ich habe eigentlich nicht die eine übersehen, ich habe die falsche abgeschraubt, aus Versehen. Die ist von der Verkleidung hier nebendran. Jetzt geht das auch ab. Der Schlauch ab. Was mit den Fingern nicht hinbekommt, wenn man so dicke Wurstfinger hat, kann man sich da auch mit einer Zange behelfen. Jetzt haben wir uns Platz gemacht. Die A-Säule können wir vielleicht auch noch gleich losmachen. Muss man eigentlich nur hinfahren. Das reicht dann schon. Wenn wir gerade dabei sind, holen wir auch gleich die Sachen schon mal raus, für später das Mikrofon einzubauen. Also die Lampe einfach, die ist nur reingesteckt. Und hier diese Verkleidung auch. So. So, hier ist schon das Mikrofonmodul. Vielleicht fangen wir auch einfach an, das Mikrofon reinzubauen. Wenn wir jetzt schon alles abhaben, diese Durchziehhilfe, die ist beiliegend. Genau wie der Keil, also der Keil, der ist echt gut. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt. So, Mikrofon, wo haben wir es? Also, wir haben beim Mikrofon zwei Teile. Das Adapterkabel, welches wir jetzt hier quasi durchschieben, und das Mikrofon selber. Na, und da sind jetzt auch so zwei Nasen drin. Die muss man vorsichtig zur Seite und dann kommt das raus. Da rein und dann da raus.
So, das neue wird einfach so rein gedrückt. Ist doch besser, wenn man das in der Hand hat. Eingerastet. Da, die olle Kamelle kann weg. Jetzt ziehen wir uns das hier durch. So, dann kleben wir uns den Stecker hier an die Durchziehhilfe. Die Lampe kann gleich wieder rein. Stecken wir das wieder zusammen. Da mache ich jetzt noch sicherheitshalber ein bisschen Fließtape drumherum. Er sollte zwar nicht auseinandergehen, aber sicher ist sicher. Wenn wir das noch hierher schieben. Drin. Dieses Ende vom Mikrofon. Am Himmel vorbeischieben. Dann hier hinter diese Verkleidung durch. Und dann hier rein. Einmal das Kabel für das Mikrofon. Bauen wir noch die Antenne, die DAB-Antenne ein. In diesem Bereich empfiehlt es sich halt, die Scheibe noch mal zu säubern und fettfrei zu machen. So, dann dem Kabel hier oben hinten dran, hier hinten dran durch. Das geht so rum einfacher, wie wenn man das erst hinklebt und dann das Kabel durchmacht. Hier wieder unter der Verkleidung hin. Hier durchstecken. Noch ein bisschen nachtüddeln. Da ja hier schon zwei laufen, dass hier auch wirklich unter der Verkleidung sitzt. So, dann können wir eigentlich die A-Säule wieder dran machen. Hier ist so eine kleine Führungsnase. Da müsst ihr schauen, dass ihr da drin seid. So. Gummilippe dran, drin dran, dann auch dieses Kabel. Okay, wir werden Folgendes machen. Wir werden die Antenne nochmal zurückziehen. In dem Radioschacht ist wenig Platz. Wir werden hingehen, werden die Box hier oben hinter dem Armaturenbrettträger montieren oder hier unten. Erstes machen wir Antenne noch mal ein bisschen fett, dass die auf gar keinen Fall abgehen kann. Ich stecke jetzt mal das Kabel durch, um zu schauen, wie viel Luft das ich noch habe. Wo wir es dann letzten Endes da unten montieren. Genau. Woo!
DAB haben wir jetzt installiert. Jetzt brauchen wir noch die GPS-Antenne. Die kleben wir hier unten an das Armaturenbrett an. Das ist so eine Alubutylschnur. Wie sie auch auf dem Alubutyl drauf ist. Also der Kleber, wo wir ihn zur Türdämmung benutzen, der klebt einfach wie Hulle, sag ich mal. Ich habe gemerkt, dass wir das Kabel, dass es da oben einfach besser liegt, dann kommen wir da unten nicht ins Gehege mit der Schraube für das Armaturenbrett. So. So, die Gummilippe wieder dran, Stecker wieder drauf machen. USB müssen wir noch dran machen. Gehen wir hier durch. Da stecken wir den Eilink dran. Das ist der Dongle für das CarPlay bzw. Android Auto. Und auch hier, dass der einfach nicht auseinander geht. Und auch hier könnt ihr, also meiner Meinung nach spricht ja nichts dagegen, wieder diese mitgelieferten Drähte verwenden. Dann machen wir den Quadlock dran. Den können wir schon mal da unten im Schacht vielleicht da oben hin. Dann müssen wir da die Kabel hinschieben. So, wir haben jetzt die Kabel drin soweit. Jetzt schon das Gerät geholt. Und dann einmal die für DAB, GPS, Mikrofon. Das Mikrofon klebe ich gerade an dem Kabelstrang vom DAB mit fest, damit es einfach nicht rausrutscht. So, dann haben wir den USB Media und den iLink. Und ihr habt schon erraten, kleben wir natürlich auch noch ein bisschen zusammen. Sicher ist sicher. Mein alter Meister sagte zu pflegen: Junge, es ist Freitag, Wochenende. Ja, wenn du am Montag kommst und die Gießkanne ist verbogen, dann geht das mit dir heim. Kann sich jetzt jeder denken, was das zu heißen hat. So, dann geht's weiter, den Stecker für Strom und Lautsprecher. Wir hier erst ein bisschen Ordnung machen. Kabel vom Mikrofon ziehen wir noch ein bisschen nach. Das stecken wir jetzt mal alles in den Schacht. So, die Antenne habe ich drauf gemacht. Ich probiere die Kabel noch etwas auf die Seite zu schieben, dass wir hinterm Radio etwas mehr Spiel haben. So, bevor wir jetzt aber alles reinschieben, machen wir einen kurzen Probelauf. Geht schon mal an, das ist sehr gut. Dauert natürlich etwas beim Hochfahren, das ist schon ein sehr komplexes System, was da hinten dran steckt. Wie ihr seht, die Lenkradfernbedienung geht auch direkt. Der Empfang ist wahrscheinlich mies in der Garage, das haben wir ja öfters. iLink Pro. No, it's Spiele Ben Zucker bei Spotify. Alles klar. Ich versuche, Ben Zucker von Spotify wiederzugeben. Okay, das funktioniert. Also Mikrofon-Check geht auch.
Android Auto geht. USB. Hier im Menü Fahrzeug haben wir halt die kompletten Daten ab Start. Ja, da, wie ihr seht, das ist eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Das Menü ist eigentlich sehr übersichtlich. Im System könnt ihr noch die Farbe wechseln. Machen wir rot. Also, wir haben soweit alles drin. USB funktioniert, Mikrofoncheck, Android geht. Ich mache mal kurz das Tor auf für besseren Radioempfang, dann testen wir das auch mal. Geht alles soweit. So, drücken wir der Gerät hier rein. Hier, Dünnerwin, mach mal eins für Opel Zafira klar. Also noch den richtigen Zafira, meine ich. Radio ist drin, Assohülle, fehlt eigentlich nur noch das Handschuhfach. Noch ein Bild, wie hier das DAB-Modul verbaut wurde. Der Alkohol lässt nach. Müssen erst unten dran drücken, damit es dann da oben passt, dass ich da genau auf dem Schraubenloch bin. Also, Gerät ist drin, A-Säule ist dran, Handschuhfach ist drin. Funktioniert alles wunderbar. Noch mal kurz für euch. Richtig geiles Display. Verbindet sich direkt. Genau, das ist das Menü, wie ihr es kennt. Google Maps für Navigation. Wir haben hier auch ein Navigationssystem integriert bereits. Spotify, Podcasts. Die Funktionen muss ich euch jetzt nicht alle erklären. Ja. Wetter, WhatsApp ist am Start. Genau, nur dass ihr es mal gesehen habt, was das Gerät kann. USB, es befindet sich noch eine weitere USB-Buchse im Handschuhfach. Da könnt ihr dann USB-Stick dran machen. Wir haben Media Player für alle möglichen Formate eigentlich. Eine Rückfahrkamera könntet ihr anbauen, Fahrzeug. Da werden alle Fahrzeugdaten euch angezeigt. Ihr könnt euch noch in den Einstellungen auswählen, wie was funktionieren soll. Türverriegelung, alle Türen oder nur die Einzeltür, Fahrerseite. So, genau, Navigation. Finde Adresse. Wir wollen, keine Ahnung, nach Schnickschnackhausen. Okay, let's go. Hier ist das Land, wo man hinfahren möchte, der Ort. Zack, Hausnummer 5, los geht's.
Neue Route. Lädt. Drehen Sie, wenn möglich, um. Danach biegen Sie rechts ab. Genau, und dann sieht man hier die Zeit, die Entfernung. Hier kann man auch noch in den im Sound die Lautstärke. Gute Reise, einstellen. Fahren Sie vorsichtig. Gute Reise, fahren Sie gute Reise, fahren. Man kann auch die Stimme ändern. Gute Reise, fahren Sie vorsichtig. Gute Reise, fahren Sie vorsichtig. Die Katrin hat mir hier... Drehen Sie, wenn möglich, um. Danach biegen Sie rechts ab. Am ehesten zugesagt. Destination, wir können auch mal zum... Just Sound fahren, neue Route. Zack, geht richtig fix ab, das Ding. Drehen Sie, wenn möglich, um. Danach biegen Sie rechts ab. 1 Stunde 10 Minuten. Genau, und so sieht das Navigationsmenü aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wenn noch etwas ist, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und eine gute Zeit. Bis dahin, euer Fritz von FX Customizing.